Seit 1993, seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt beim Gauklerfestival in Feldkirch in Österreich, servieren die beiden Spaßvögel nun schon Komik vom Feinsten. Damals war Matthias noch Kommunikationstrainer in der Erwachsenenbildung und Helmut Grund- und Hauptschullehrer. Inzwischen haben die beiden ihre Jobs an den Nagel gehängt und ernähren sich ausschließlich von der Kleinkunst. Servus. Ganz vorsichtig. Das ist scheiß teuer, wa? Auch Helmut, der als Schüler gern Charlie Chaplin imitierte, machte es schon immer Spaß, die Leute zu verblüffen. Zum Beispiel als Schaufensterpuppe bei Bräuninger in Reutlingen. Ach du Die Mischung aus Gaumen- und Nervenkitzel kommt an beim Publikum. Ein Abend mit den beiden Comedy-Kellnern, da ist Stimmung garantiert.